Guck mal, wie er auf den Trupp guckt. Der hat doch irgendwas. Ist es ein Zauberer vielleicht? Ist es ein Zauberer? Der hat so eine Röntgenbrille. Oh, wie ich wie beim Arzt, wenn er die Hose runterzieht und dann deinen Pillermann spielt. Ich glaube, das ist es so. Das ist so was Ähnliches, so. Oh, guck mal. Ach. Ah, das ist ja ein begnadeter Spieler, ne? Der ist, hallo. Endlich kann ich mal wieder ein bisschen was machen dort an dem Kanal, nicht? Folgendermaßen, wir müssen hier Betrüger entdecken. Betrüger in Flagranti, die müssen wir so verwischen, die Betrüger. Warten wir mal kurz. Und ich kenne mich doch voll aus. Aha, das sah schon ein bisschen so aus, als könnte er durch die Wand durchprojizieren, den Grasdackel. Was ist denn da, guck mal, auf der Mitte, da? Aha, okay, gut. Ich meine, dass ich erkenne da einige, kenne ich da. Ich habe früher viel Räuber und Gendarm gespielt, weißt, und habe die Leute den Arm zerfetzt. Und es ist ähnlich, da mit dem da. Ich glaube, der hat so eine Röntgenbrille. Oh, weißt, wie beim Arzt, wenn er die Hose runterzieht und dann deinen Pillermann spielt. Ich glaube, das ist es so. Das ist so was Ähnliches, da. Guck mal, wie er drauf guckt. Das ist doch ein Blade. Das ist vielleicht ein Blade, das Arschloch. Gucken wir, oh. Und dann ist er noch schlecht. Aha, ja. Ich weiß schon, was er bekommt. Der kriegt den röntgen Blick. Der kriegt den röntgen Blick reingedrückt. Ich habe früher ganz oft beim Kinderarzt gesagt, hör auf mich zu röntgen. Der Kinderarzt war mein Nachbar, weißt du? Der hat immer gesagt, Gustel, komm her. Erzähl für der Ältere, komm her. Und dann bin ich halt hingegangen und dachte mal, okay, wenn das ein Arzt ist, wenn der das sagt, dann geht es. Ich war damals schon 18, also selbst schon geschäftswürdig, ne? Und dann wurde irgendwann weggesperrt wegen Tiermisshandlung oder sowas, ich weiß auch nicht. Aber egal, zurück zum Spiel. Gut, regt euch jetzt mal wieder ab, okay? Ich werde wieder so einen Arzt finden. Wenn ich mich anstrenge, finde ich wieder einer. Aber seitdem sind die Furunkel wieder gewachsen, schrecklich. Ich glaube, der betrügt. Das ist so einer, der schummelt in dem Spiel wirklich jetzt. Ich glaube, der hat wirklich so rosa-rote Brille, oh, damit er so durch die Glaswände durch. Der kann, glaube ich, durch die Fenster und auch durch Sachen, die nicht unbedingt aus Glas sind, kann er durchgucken. Ich spiele auf Tetris. Auf dem Gameboy. Aha, gut. Ja, aha. Okay. Aha, so. Und bei Tetris kannst du ja durch die Gameboy durchgucken. Also auf das Spiel drauf gucken. Das Glas vom Gameboy ist ja aus Glas. Weißt du, dass du drauf gucken kannst. In was für aufregende Zeit wir heute leben, ne? Glas, durch das du durchgucken kannst. In so einem Gameboy drin. Ah, also man, das ist jetzt schon die Selbstangriffe oder was? Ist vielleicht ein blöder Hund. Ich war übrigens beim Friseur und hab mir die Ohren richten lassen. So hat man bei uns früher gesagt. Ich komme aus einer anderen Zeit, ne? Da hat man ja Ohren richtig gesagt. Was macht er jetzt mit dem du? Aha, der hat einfach den Durchblick, der Kerl. Der hat den Durchblick. Ist vielleicht auch ein guter Spieler. Das kann auch sein. Der schummelt. Das ist so ein ganz blöder, weißt du? Der irgendwie ruft, ich bin im Haus. Und dabei spielt man im Wald, weißt du? Oh. Gut, da ist ja ein Fernseh in dem Spiel. Der dreht sich schon um, das ist ein Fernseh. Ich wollte Fernseh gucken, vielleicht kommt gerade Pokémon. Ah, Mensch, ein Skinners. Guck mal, wie er auf den Trupp guckt. Der hat doch irgendwas. Ist es ein Zauberer vielleicht? Ist es ein Zauberer? Ah, das ist ein richtiger Witzart. Das ist ein Witzart, guck mal. Das ist ein Lizard, Leute. Ah, guck mal. Da weiß auch, dass die hinkommen. Der riecht die. Der hat so ganz gut die Nummer, so wie Katze oder Hunde oder Schweinetrüffelsucher. Ah, guck mal. Ach. Ah, das ist ja ein begnadeter Spieler, ne? Der ist, also ist es vielleicht sogar noch, hat er so eine Unterstützung in seinem Drückding? In seinem, Bum-Bum auf den Kopf? Hilft dem jemand oder wie? Ich weiß es nicht. Es ist halt immer in den Kopf, ne? Vielleicht hockt sein Vater da immer dran und hilft ihm, welchen sagt Son, Kevin, lass mich dir mal helfen. Achso, Hilfe hätte ich auch gerne bei Tetris, wisch? Nee. Gut, ich würde sagen, da hat auch noch jemand, der ihm ordentlich die Hand hält. Deswegen werde ich ihm noch Ding drücken. So ein Other Externals Aiming Wallbang Headshot Speed Hack Macher. Das werde ich ihm auf jeden Fall noch ordentlich anklickern am Schluss. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, so die Schummler-Erkennung, ne? Und das sind meistens so ganz gemeine Dreckschweine. Und ich habe gehört, die haben alle ein ganz kleines Piepan, ne? Ein ganz kleines Piepan. Da müsste ich eigentlich auch ziehen. Aber nee, ey, hör auf, das zu erzählen. Hey, Ruhe jetzt, gell? Ich habe mal im Mädchenkampf gesagt, Alter, ich gehe wieder. Und dann, weil er so groß ist, so gewaltig, weißt? So wie so ein Eiffelturm. Oder zwei Eiffeltürme so übereinander gestapelt und auch von der Breite her. Passt es schon ganz gut. Falls ihr euch identifizieren könnt, falls ihr auch so einen ziemlich dicke Knüppel habt, ja? Oder falls ihr einfach wunderschöne Frau seid, was im dicke Knüppel gleichkommt, gebt einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr hässlich seid, gebt auch einen Daumen nach oben. Ich komme dann bei euch vorbei und mache euch hübsch. Ich bin auch Make-up-artig. Das habe ich lange Zeit gelernt in Stuttgart. Ist es jetzt schon vorbei? Komm, ich drücke mir jetzt halt nur der Artistenstore eben und Fitschen. Und weißt du was?
Das war's. Du machst in so einem Fall immer alles zurück, aber ich mach das nicht. Ich finde, er hat ganz eindeutig hat er gezaubert durch die Wand. Und auch beim mit der Hand hat er auch gezaubert. Ich denke, wir sind uns da einig, wenn er auch dort der Handzauberer auch hat. Alle Jungs und Mädels, ich freue mich echt, dass er mich so gern zählt. Dumbabla sagt immer, ich mach Blödzeug, Blödkram. Aber das ist nicht blöd. Die sind nicht schwul. Hä? Und deswegen gibt es jetzt Krieg. Hallo Hopkel, einen schönen Abend wünsche ich euch. Bald ist Weihnachten, da gibt dem Dumbabla nicht so viel. Das ist so ein Date, gibt alles mir. Ich hab mir gerade schon so eine neue Babylon. Raumschiff wollte ich mir holen. Raumschiff. Das gibt's in Toys R Us nur für Kinder, nicht für mich. Ich muss vielleicht mal ein Kind mitnehmen. Wo nimmt man so ein Kind her? Vom Spielplatz vielleicht.